Hallo Leute, willkommen zu meinem Projekt. Ich werde heute Let's Play Mass Effect spielen. Ja, ja, so sieht's aus. Yeah. Verstehe ich nicht. Okay, beliebige Taste drücken. Drücken wir mal Bild nach oben. Wow, es funktioniert. Ich bin begeistert. Stunden später. Okay. So, hier wäre jetzt mein Speicherstand. Aber das machen wir ja nicht. Wir machen natürlich eine neue Karriere. Willkommen in der Datenbank des Allianz Militärs. Geheime Informationen angefordert. Cool. Okay. Sichere Verbindung wird aufgebaut. Mhm. Sichere Verbindung bestätigt. Mhm. Okay. Okay. Nehmen wir mal. Ja, okay. Bitte nehmen wir mal Sie den. Sich ein, um Zugang zu Ihrem Profil zu erhalten. Wie wollen wir ihn nennen? Nennen wir ihn mal Detlef. Das ist gut, wenn Detlef so geschrieben wird. Ich habe keine Ahnung. Detlef Shepard, das finde ich gut. Profilwiederherstellung beendet. Ja, der einzige Überlebende, Soldat. Okay. Okay. Wenn Sie die Einstellungen für diesen Charakter bestätigt haben, können Sie nicht mehr zu diesem Bildschirm zurückkehren und die Einstellungen ändern. Okay. Identifikation bestätigt. Kampfschwierigkeit. Machen wir natürlich Wahnsinn. Nein, wir machen leicht. Automatischer Stufenaufstieg. Machen wir mal. Okay. Zielhilfe. Hoch. Wir sind ja noch Anfänger. Fähigkeitennutzung. Ja. Untertitel. Nein, ich mag Untertitel nicht. Ja, okay. Okay. Spannung pur. Was wissen wir über Shepard? Gar nichts. Er wurde auf der Erde geboren. Über seine Familie gibt es keinen Eintrag. Er hat keine. Er ist quasi auf der Straße aufgewachsen. Er hat gelernt, auf sich selbst aufzupassen. Er musste mit ansehen, wie seine ganze Einheit auf Akuse starb. Er könnte ein emotionales Trauma dabei erlitten haben. Fast alle Soldaten haben ein Trauma. Shepard ist ein Überlebenskämpfer. Wollen wir eine solche Person wirklich die Galaxie beschützen lassen? Nur solche Personen können überhaupt die Galaxie beschützen. Wow. 2148 entdeckten Forscher auf dem Mars Überreste einer alten raumfahrenden Zivilisation. In den darauffolgenden Jahrzehnten konnten mithilfe dieser Artefakte neue Technologien entwickelt werden, die Reisen selbst zu den entferntesten Sternen ermöglichten. Basis dieser unglaublichen Technologie war eine Kraft, die in der Lage war, das Raumzeitgefüge zu kontrollieren. Sie nannten es die größte Entdeckung in der Geschichte der Menschheit. Sie... Scheiße, Mass Effect. Irgendwie die Zivilisation nannte es Mass Effect oder so ein Scheiß. Glaubt das wegen Peter? Ich bin mir nicht sicher. Das Arcturus Prime Massenportal ist in Reichweite. Starte die Transmissionssequenz. Commander? Heil! Verbunden. Berechne Transitmasse und Ziel. Das Massenportal ist heiß. Zugriff auf Annäherungsvektor. Sag bloß. Alle Stationen sichern für Transit. Grünes Licht. Annäherung eingeleitet. Okay. Bisschen groß, oder? Portalkontakt in 3, 2, 1. Oh mein Gott, er wird an der Parallelwelt gebracht. Wie auch immer. Schubwerke, check. Navigationssystem, check. Interne Emissionsspeicher aktiviert. Alle Systeme online. Abweichung. Etwas weniger als 1500 Kilometer. Ich bin scheiße. Check. Okay. 1500 ist in Ordnung. Ihr Captain wird zufrieden sein. Ich kann den Typen nicht ausstehen.
Niles hat Ihnen ein Kompliment gemacht. Und Sie hassen ihn? Ich habe uns gerade einen Sprung über die halbe Galaxie machen lassen und dabei ein Ziel von der Größe eines Knopfes getroffen. Das ist nicht nur in Ordnung, sondern verdammt brillant. Außerdem bedeuten Spectres immer Ärger. Ich will ihn nicht an Bord haben. Nennen wir es Paranoia. Das ist Paranoia. Der Rat hat bei der Finanzierung dieses Projekts geholfen. Es ist ihr gutes Recht, jemanden abzustellen, der ihre Investition beurteilt. Das ist die offizielle Version. Aber nur Idioten glauben offizielle Versionen. Was nehmen wir denn mal? Ganz meiner Meinung, Sie übertreiben schon. Ganz meiner Meinung. Sie schicken keine Spectres auf Testflüge. Da steckt mehr dahinter, als der Captain uns wissen lässt. Joker, Statusbericht. Sind gerade am Massenportal vorbei, Captain. Die Tarnsysteme sind aktiviert. Alles in Ordnung. Gut. Dann finden Sie eine Kombarke und locken uns ins Netzwerk ein. Ich will, dass die Missionsberichte an die Allianz übermittelt werden, bevor wir Eden Prime erreichen. Jawohl, Captain. Nur zur Info, Sir. Niles scheint Sie heimsuchen zu wollen. Er ist schon hier, Lieutenant. Wow. Commander Shepard soll zu einem Briefing in den Kommunikationsraum kommen. Richten Sie das aus, jetzt. Alles klar, Commander? Ich bin unterwegs. Schon mal bemerkt, dass der Captain immer genervt wirkt? Nur wenn er mit Ihnen spricht, Joker. Lustig, verstehe ich nicht. Ach, das ist Kaidan. Oh, ja. Ach, werdet ihr noch schon sehen, wer das ist. Wir drücken von O wieder. Ach, mit O geht das. Ja, jetzt kann ich mir alles angucken. Okay, übertrieben. Aber das interessiert uns nicht. Das interessiert uns ebenfalls nicht. Ah, ja, scheiße. Okay, laufen wir mal ein bisschen rum. Wir können schießen. Und wir immer brav. Natürlich nicht Unschuldige. So langweilig. Sonst kriegst du noch ein Magengeschwür. Gucken. Okay. Was haben wir denn noch so? Ein gutes altes Maschinengewehr. Ich will die Typen abknallen. Mal gucken, ob ich hier irgendeinen Unschuldigen finde, ich den ich abknallen kann. Hoch damit. So. Okay. Gibt's hier noch eine Pumpgun? Nein, weiß ich nicht. Schrot. Und? Ein Sniper. Kann man eigentlich ranzoomen? Noch nie ausprobiert. Ah, nee, geht nicht. Scheiße. Okay. Die ist cool, die nehmen wir. Rennen. Okay. Geh weg hier. Eklig. Kann ich jetzt eigentlich schon dahin? Nein, kann ich nicht. Der denn aus? Ist ja eklig. Kein Wunder, dass er erst ab 16 ist hier. Commander Shepard, ich hoffte, Sie hier allein zu treffen. So können wir ungestört sprechen. Der Captain wollte mich hier treffen. Er ist auf dem Wege. Ich habe ein besonderes Interesse an der vor uns liegenden Welt, Eden Prime. Es soll sehr schön dort sein. Ich war noch nie dort. Aber Sie haben davon gehört. Der Ort ist für Ihr Volk eine Art Symbol geworden, oder? Der Beweis, dass die Menschheit in der Lage ist, Kolonien in der ganzen Galaxie zu gründen und zu schützen. Aber wie sicher ist es dort wirklich? Wenn Sie etwas zu sagen haben, dann raus mit der Sprache. Ihre Leute gelten immer noch als Neuankömmlinge, Shepard. Die Galaxie kann ein sehr gefährlicher Ort sein. Ist die Allianz wirklich bereit dafür? Ja. Wir sollten dem Commander jetzt erzählen, was wirklich vor sich geht. Diese Mission wird alles andere als ein Testflug. Ich hatte mir schon gedacht, dass Sie uns nicht alles erzählt haben. Wir werden eine geheime Bergungsoperation auf Eden Prime durchführen. Dafür brauchen wir funktionstüchtige Tarnsysteme. Wie lautet unsere Mission, Captain? Ein Forschungsteam hat bei Ausgrabungen auf Eden Prime eine Art Sender entdeckt. Einen proteanischen Sender. Können Sie mir noch etwas mehr darüber sagen?
Das ist eine bedeutende Sache, Shepard. Das letzte Mal, als die Menschheit etwas Ähnliches entdeckte, machte die Technologie einen Entwicklungssprung von 200 Jahren. Auf Eden Prime gibt es keine Möglichkeit, mit so einer Sache fertig zu werden. Der Sender muss für weitere Untersuchungen zur Zitadelle gebracht werden. Hier geht es offensichtlich um mehr als die Interessen der Menschen, Commander. Diese Entdeckung könnte alle Völker im Ratssektor betreffen. Was ich euch noch sagen muss, die Antworten auf der rechten Seite machen eher einen kurzen Dialog. Ja, damit kann man das Dialog schnell beenden, während es beim linken nochmal extra ausformuliert wird. Naja, was sagen wir denn mal? Hier gibt es offensichtlich nur mehr Entdeckung, könnte die Völker im Ratssektor betreffen. Ein bisschen Hilfe kann niemals schaden. Der Sender ist nicht der einzige Grund, warum ich hier bin, Shepard. Niles möchte Sie im Einsatz beobachten, Commander. Er soll Sie beurteilen. Jetzt ist mir auch klar, warum er sich in letzter Zeit so häufig herumtreibt. Die Allianz ist schon eine ganze Weile damit beschäftigt. Die Menschen wollen eine größere Rolle in der interstellaren Politik spielen. Wir wollen mehr Macht im Zitadellrat. Die Spectres repräsentieren die Macht und Autorität des Rates. Wenn sie einen Menschen aufnehmen, sagt das viel über den Fortschritt der Allianz aus. Nicht viele, die auf Akuse dabei waren, haben überlebt. Sie haben einen unglaublichen Überlebenswillen gezeigt. Ein sehr praktisches Talent. Darum habe ich sie in die Kandidatenliste für die Spectres eingetragen. Sagen Sie mir einfach, was ich tun soll. Ich muss mir ein eigenes Bild Ihrer Fähigkeiten machen, Commander. Eden Prime wird die erste Station einer Reihe von Missionen sein. Sie übernehmen das Kommando über das Bodenteam. Sichern Sie den Sender und bringen Sie ihn unverzüglich zurück zum Schiff. Niles wird Sie begleiten und die Mission beobachten. Jo. Erwarte Ihre Befehle, Captain. Jo. Wir sind bald in... Captain, wir haben ein Problem! Was ist los, Joker? Eine Übertragung von Eden Prime. Das sollten Sie sich ansehen. Bringen Sie es auf den Bildschirm. Hologramm. Runter jetzt! Sieht sehr jugendfreundlich aus. Wir werden angegriffen. Erleiden schwere Verluste. Verschiedene Punkte! Ah! Danach bricht es ab. Keine Kommunikation mehr. Nichts. Zurück und bei 38,5 halt. Der weiß das jetzt auch genau, die Zeit. Er hat mitgezählt. Ist klar. Ja. Statusbericht. Noch 17 Minuten, Captain. Keine anderen Schiffe der Allianz in diesem Sektor. Bringen Sie uns runter, Joker. Schnell und leise. Diese Mission ist um einiges komplizierter geworden. Ein kleines Einsatzteam kann sich schnell und unerkannt bewegen. Das ist die beste Möglichkeit, den Sender zu bergen. Mhm. Holen Sie Ihre Ausrüstung. Wir treffen uns im Frachtraum. Lassen Sie Alenko und Jenkins sich fertig machen, Commander. Sie gehen runter. Warnsysteme werden aktiviert. Ach, halt's Maul. Das sind verdammt gewaltige Grabungsarbeiten, Captain. Ihr Team ist das Wichtigste bei dieser Operation, Commander. Gehen Sie direkt runter und machen Sie sich auf zur Ausgrabungsstätte. Was ist mit Überlebenden, Captain? Die Hilfe für Überlebende ist ein sekundäres Missionsziel. Der Sender hat höchste Priorität. Nähern uns Landestelle 1. Miles, kommen Sie mit uns? Ich bin alleine schneller. Der Arsch muss sich natürlich wieder verpissen. Niles wird vor Ihnen Auskundschaften. Er gibt Ihnen Statusberichte zur Mission durch. Ansonsten wähle ich, dass Funkstille herrscht. Bereit zum Einsatz, Sir. Von hier aus übernehmen Sie, Shepard. Viel Glück! Nähern uns Landestelle 2. Okay. Ich muss jetzt leider ausmachen. Bis zum nächsten Mal.